Hallo und willkommen zu einer weiteren Episode von League of Legends Normal Games. Wie gesagt, keine heftige Serie, aber falls ihr mal Bock habt auf sinnlose Scheiße und unseriöses Gameplay, seid ihr hier genau richtig. Ab und zu kommt vielleicht mal was Seriöses raus. Ich spiele heute mit Erik und ein paar Kollegen von ihm, der ist leider nicht im Teamspeak und außerdem ist Ilka dabei. Hi. Leider. Hi. Was willst du damit wieder sagen? Dass ich keinen Bock auf dich habe, du nur Tä. Okay, ich lese jetzt mal ein paar Kummerkastenfragen vor. Alles klar, komm, dann lies mal vor. Google, warte. So zwei, drei erstmal. Mein Vater und andere Probleme. Okay. Jetzt geht's ab. Hallo Bernd, nochmals danke. Oh, Scheiße. Boah, er liest die Antwort vor, oder? Nein. So, nee, der Typ, der den Kummerkasten leitet, heißt Bernd. Aha, okay. Grüß dich, Bernd. Glaube, es ist männlich. 19. Nochmals danke für die Antwort. Es ist krass. Ach, junge Mann, die Seite ist unseriös. Wie hieß deine Seite nochmal, die du hattest? Du, keine Ahnung. Ich habe einfach Kummerkasten eingegeben. Wobei wir daraus auch eine normale Serie ma machen könnten und nicht hier in einem LOL-Video. Haben wir schon Egal. etwas länger vor. Okay, ich mach was mit. Nimm doch dann mal das. Ich habe das Matchup gar nicht richtig besprochen, aber das seht ihr ja. Also auf der Botlane bin ich mit Leona als Support unterwegs. Ah, Ich spiele Juwelier. Tristana, wie unschwer zu erkennen ist. Männlich 19. Okay. Guten Tag, liebes Team. Im Moment absolviere ich ein Praktikum und mein Chef hat dauernd was zu motzen. Ja. Er kann nicht einfach sagen, mach das nächste Mal bitte so, das ist hilfreicher. Er sagt dann direkt etwas wie, das ist absolut behindert. Klar, hört sich jetzt nicht nach einem Problem an und am Anfang hat es mich auch nicht sonderbar gestört, aber wenn man sich jeden Tag anhören muss, man sei kernbehindert, geht das schon ziemlich auf die Psyche. Ich fühle mich einfach hilflos und alleingelassen. Wäre schön, wenn ihr mir einen Lösungsansatz vorschlagen könntet. Danke und Gruß, Max. Okay. So, also gegen den Chef würde ich auf jeden Fall sagen, wehr dich, klatsch dem einen und zeig ihm, wer der Boss im Haus ist. Und wegen der Einsamkeit und dass du dich halt so allein und verlassen fühlst, das kann der Ilka, glaube ich, sehr gut beantworten. Digga. Stimmt's? Da Also, bist du doch Profi im Gebiet. sei mal ruhig, nur weil ich heute alleine Schuhe gucken musste. Ja, niemand wollte mit dir, merkst du was? Junge, fast alles in Türkei. Ja, also. Ja, Alle sind Türkei Türkei, weil die keinen Bock auf dich haben, mein. Ich kann mich ist nicht echt. entscheiden, ob mein Sohn oder mein Junge, mein Knecht. Ja, okay, also gegen den Chef hätte ich gesagt. Also könnten Sie bitte mit mir freundlicher umgehen, wenn nicht, hätte ich das Praktikum abgebrochen. Jetzt mal ehrlich, wenn jemandem der Praktikumsplatz nicht gefällt, dann soll er sich halt verpissen, Alter. Ohne Witz, Mann. YOLO Kapole, man muss sein Leben auch mal leben, wie sich Ilka in der Ah, Dönerbude dachte. okay, jetzt kommt die nächste Frage. Ah, Punkt 14 Jahre. Alex, Nein, ich etwas bin für dich. 15. Stimmt. Hallo, ich hoffe sehr, dass das hier gelesen wird, da ich nicht weiß, was ich tun soll. Ich habe keine Ahnung. Folgendes. Ich war vor kurzem im Urlaub im Ausland. Dort habe ich einen Jungen 14, 15 Jahre gesehen, den ich sofort toll fand. Oh Ich mein habe ihn Gott. mehrmals am, mehrmals am Pool gesehen und fängt an, ihn zu mögen und ihn zu beobachten. Nein. Es war nicht nur sein Aussehen, eher seine Ausstrahlung. Er hat mich irgendwie echt fasziniert. Wir haben nie miteinander gesprochen. Irgendwann fing auch er an, mich zu beobachten und Ausschau zu halten. Er war sehr schüchtern. Ich hatte das Gefühl, dass er mich auch irgendwie mögen würde. Oder Interesse hatte. Hatte oder hätte. Achso, sie hat hatte geschrieben. Allerdings konnte ich sein Verhalten nicht richtig deuten, verstehen. Einerseits wollte er in meiner Nähe sein Junge, wie schreibt die? Und wenn Die, er das ist was. doch ein der, oder? Die anscheinend. Und Ach wenn er so. es war, guckte er mich kurz an und senkte den Kopf sofort zu Boden und starrte mich dann unauffällig an. Er hat es nie geschafft, mich länger als 2 Sekunden anzusehen, denn sein Kopf wanderte sofort wieder. Das liegt vielleicht daran, dass du hässlich aussiehst, aber dazu kommen wir Hä? gleich. Du bist richtig hässlich. Nur andererseits suchte er auch manchmal Wege, nicht in meiner Nähe zu sein. Einmal wollte er zur Beachbar, so wie ich. Ich ging also hin und er sah mich und auch wenn er offensichtlich dahin gehen wollte, ging er an eine komplett andere Bar, großer Umweg, die komplett gleiche Getränk hatte.
Ich verstand das nicht, oder? Als es mal eine Party war, wir beide waren da, ich sah einmal, dass er mich anschaute und als er sah, dass ich es bemerkt hatte, schaute er weg und ging in eine Ecke. Kurz darauf ging er sofort weg. Junge, ist das... Egal, ich lese erstmal ganz in Ruhe weiter. Also bis Ölkammer fertig ist mit der Frage, dann ist das Gameplay ja auch schon zu Ende. Junge, die hat einen Roman geschrieben. Ja, okay, das kann man sich aber denken. Es geht um ein Mädchen, was ein Junge toll findet. Und sie fragt sich, ob der Junge sie auch toll findet. Bla 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 bla. Und was sagst du? Oh, the dodging skills. Ja, lass den in Ruhe, Alter, meine Güte. Wenn er nichts von dir will, dann... Ja, sie weiß es ja nicht, ne? Mein Freund. Ja, dann soll sie es herausfinden. Wenn nicht, dann hat sie auch Pech gehabt. Dann wird sie es auch nie herausfinden, also, weil das dann so die ganze Zeit weitergehen wird, Alter. Ansprechen wäre das Beste. Egal, so. Weiblich, 16 Jahre, Pille vergessen und nicht nachgenommen. Was tun? Hallo, liebes Kummerkasten. Ich habe ein Problem, oder? Meine Pillenpause fand vom 23.07. bis 29.07. statt. Am 30.07. hätte ich mit meiner Pille wieder anfangen müssen, doch dies habe ich verpatzt. Oh. Da ich meinen Fächer vergessen habe, wieder anzustellen, habe ich erst gestern, 3.08. die erste Pille eingenommen. Somit 4 vergessen. Boah. Am 28. und 29.07. hatte ich allerdings Geschlechtsverkehr mit meinem Freund. Dieser findet wie bei uns immer ohne Kondom statt. Nun habe ich seit Samstag, 2.08. ein leichtes Ziehen im Unterbau. Mehr links als rechts, verspüre eine leichte Übelkeit, mir ist vermehrt schwindelig, ich bin vermehrt müde von der Nacht gestern 3.8. auf heute 4.8. habe ich total unruhig geschlafen und bin vermehrt aufgewacht. Als ich zum Schluss um 9 Uhr endgültig wach wurde, musste ich sofort aufstehen, weil ich absolut nicht mehr liegen konnte und mich überkam eine starke Übelkeit. Ebenfalls muss ich seit gut 2 oder 3 Tagen vermehrt urinieren. Nun ja, zum Aufstehen, nach dem Aufstehen bin ich runter und konnte auch kaum stehen. Ich habe jede Möglichkeit zum Sitzen. Krasser Reim übrigens. Ja, ja. Da alles einfach nur gedrückt hat. Heute Nachmittag hatte ich mich dann kurz ins Bett gelegt, wo ich dann festgestellt habe, dass auf der Seite liegt auch ein leichtes Ziehen im Unterbau der Unter. Nun ist meine Frage an euch. Könnte ich schwanger sein? Was denkt ihr? Welchen Schwangerschaftstest könnt ihr mir empfehlen? Ich brauche dringend euren Rat, um eine schnelle Antwort wäre ich euch sehr verbunden. Da ich kaum zugehört habe, solltest du dir nicht beantworten, die Frage. Die 16 hat schon... Ja, hallo, so mustert. Ja gut, ich meine, hab ich gesagt... Ah, was, nee, das ist nicht krass. Ja, keine Ahnung. Pech gehabt, würde ich sagen. Pech gab, shit happens, genau. Das ist Ilkas Wort zum Mittwochabend. Wir haben doch Mittwoch, oder? Ja, war Mittwoch. Ja. Okay. Wir haben hier mal eine Frage vom lieben Jens, 31 Jahre. Habe in den letzten Monaten ganz viel Geld verloren bei Internet, Live-Sportwetten. Gökay, bist du's? Gökay! Ich komme irgendwie nicht davon los und mache mir große Vorwürfe. Habe so viele Gedanken in mir, habe Angst. Ah, das war nicht gut. Manchmal sind meine Gedanken auch ganz böse. Ich einfach nicht weiß, was ich tun soll. Mittlerweile habe ich Schulden und weiß einfach nicht mehr weiter. Schisch. Also. Weiß nicht. Also, ich könnte jetzt richtig krass Ham sein und hier bleiben, aber dafür irgendwann einen Ash Arrow in die Fresse bekommen und das riskiere ich. Weil YOLO kaputt. Ich muss schon sagen, also Spielsucht, also wenn du schon Selbstmordgedanken hast wegen einer Spielsucht, da denke ich mir so, nimm dir gleich das Leben. Also, wenn du siehst, jemand will jemanden abknallen, stell dich einfach davor, hast du schnell. Okay. Ach, Matze stupst mich an. Soll ich ihn reinmoven? Nein, nicht reinmoven. Okay. Alex, hier ist etwas für dich. Aha. Also, lass mich raten, es geht um Diäten? Anonym, männlich, 12. Okay, ich bekomme also den 12-jährigen Pisser. Hallo, Liebe. Ja, wie oft willst du noch begrüßen? So, holen wir mal den Turm. Oder wir holen uns... Wo ist denn der Thrush eigentlich geflüchtet? Ich glaube zum Drake, kann das sein? Brrr. Nee. Schade. Oh, schau mal, wer hier ist!
Ah, Leona, nein, du bist jetzt nicht gerade. Leona ist gerade geflasht, weil sie gerade ihrem ADC, also mir, den Kill wegnehmen wollte. Alter, nein, das habe ich nicht gesehen. Also Tristana ist wirklich ein starker AD Carry meiner Meinung nach momentan. Aber mein Vater ist gerade rein. Meine Main Position ist zwar nicht ADC, aber es macht ziemlich Spaß, muss ich sagen. Es ist was für dich. Also, hallo liebes Kummerkassenkind. Ich bin jetzt 12 und habe schon recht viele Haare an meinem Penis. Ist das normal? Das kenne ich so gut. Außerdem quietscht meine Stimme, wenn ich sehr hoch rede. Ja, da könnt ihr den Ilka einfach fragen. Das Problem bei Ilka ist, der redet einfach dauerhaft so hoch. Ja. Okay, was sagst du zu dem lieben jungen Mann? Ja, hallo? Was ist denn daran schlimm, schon früh Haare am Sack zu bekommen? Jetzt mal ehrlich. Die rasierst du dir dann später ab, wenn du plötzlich einen Urwald da unten hast? Ich glaube, er hatte noch keine Sexualkunde, aber naja. Also. Problem von Alina, 12 Jahre. Grüß dich, Alina. Ich bin unglücklich verliebt. Ich bin seit der 5. Ach so. Ich bin seit der 5. Klasse in einen Jungen verliebt. Durch meine beste Freundin habe ich auch seine Nummer bekommen. Wir haben geschrieben und so. Doch dann habe ich erfahren, dass er an meine beste Freundin verliebt ist. Das hat mich total gekränkt. Später dann wusste er, dass ich mich in ihn verliebt habe. Doch er hat immer von meiner Freundin geredet und plötzlich waren sie zusammen und alles wegen mir. Er hat mich gebeten, sie von ihm aus zu fragen. Ich wollte ihm nicht schaden, also habe ich es gemacht. Dann waren sie zusammen, aber einen Tag später hat sie dann wieder mit einem Schwarm Schluss gemacht. Weil sie wusste, dass ich ihn bis in der 6. Klasse habe. Bin in der 6. Klasse. Hä? Egal. Habe ich ihn gefragt, ob er mit mir zusammen sein will. Und er hat nein gesagt, weil wir noch zu jung wären. Und kurze Zeit später hat er dann wieder eine Freundin. Sie heißt ... Und dann... Achso, und ich verstehe mich nicht mit ihr echt gut. Sehr gut sogar. Gestern habe ich ihr gesagt, dass ich noch in ihm bin. Und sie war erstmal geschockt. Er hat mir dann erzählt, dass sie sich jetzt geküsst haben. Und ich habe ihn... Achso, ich kann ihn aber einfach nicht vergessen. Was soll ich tun? Weiterkämpfen? Fragezeichen. Nö, nicht weiterkämpfen, da meiner Meinung nach sowieso Beziehungen im jungen Alter nichts bringen. Da. Ja, aber meine eigentliche Frage ist, warum besitzt man in der 5. ein Handy? Ach komm, egal, als ob du keins hättest. Ja, auch nicht in der 5. Okay, ich auch nicht. Ich hatte nur so ein Trap-Handy, damit meine Eltern mich erreichen können und ich die. Aber das hat vollkommen gereicht. Ich auch, aber ich hatte nicht so. Ich konnte nicht WhatsApp schreiben und so. Ja. Ja, also. Du solltest einfach loslassen. Und wenn er schon sagt, so, ja, wir sind noch zu jung, keine Lust auf Beziehung und dann einen Tag später eine neue hätte. Also das muss schon was heißen. Entweder du bist hässlich. Lecker. Oder einfach nicht sein Typ. Das ist bei Alex auch immer so. Okay. Echt. Ach ja, ich habe übrigens Knuts Status vorhin gesehen, Alter. Ja! Egal. Könnten wir machen. Das war dann auch erstmal genug Kummerkasten, meiner Meinung nach. Ja, okay. Habe auch keine Lust mehr, Fragen vorzulesen. Das sind zu viele. Ja, Alex. Ich finde. Außerdem finde ich League of Legends sowieso. Oh, nicht so passend für Kummerkasten-Sachen, da man einfach seriöses Gameplay erwartet, oder nicht seriöses, aber gutes. Und dann kommt der hier mit Kummerkasten-Fragen, Alter. Ja, mir ist langweilig. Man merkt's. Reden wir doch über Gott und der Welt. Was sagst du zu Kiddies, die nur am Heulen sind in deren WhatsApp-Status? Ich möchte keine Namen nennen. Komm mal zu Liebeskummer. Ja. Gut, ich. So viele Leute, so viele Freunde von mir haben halt solche Liebeskummer-Status in WhatsApp. Und das nervt langsam richtig doll. Bim! Digga! Ihr habt noch. Ihr habt noch ihr ganzes Leben, weichte Digga. Und die sagen so: also, ey, meine Freund, Mädchen, was ich liebe. Ich glaub, sie liebt mich nicht. Ey. Ich glaub, ich bin nicht gut genug. Oh, Ari ist ja da. Upsala. Ich lies mal alles vor, was ich so hab, ne?
Ah, der habe ich aber noch ordentlich Damage gedrückt. Erstmal 50 Euro bekommen. Oh, Leona goes ham. Okay, mal gucken, was habe oh, ich. Oh, Hackerim. No, no. Will, guck, ich zitiere, es ist traurig, mein Freund. Sie sagen, ich liebe dich und gehen dann, Bob Marley. Bitte, ich bin, wer hat dich verraten? Du gehst in die sechste Klasse. Alter. Das ist nicht mehr schön, doch, das ist nicht mehr schön. Da. Der nächste. Manchmal überlege ich mir, ob ich mich über. Manchmal überlege ich mir, ob mich überhaupt jemand vermissen würde, wenn ich jetzt gehen würde. Nee, niemand interessiert sich, würde ich verpissen. Oder hier, das ist das Schlimmste. Und da ist das Pferd entkommen. Das ist das Schlimmste. Wenn du aufhörst, über mich Lügen zu erzählen, werde ich aufhören, über dich Wahrheiten zu erzählen. Ja! Das ist so witzig, wenn man einfach diese Kummerstatus bei... Das ist einfach so witzig, wenn man bei verschiedenen Leuten einfach denselben Status liest. Ich finde das sehr witzig, Alter. Mhm. Wollte ich machen. Alex Summer. Bald wollte ich machen. I don't know me, I don't know, but there's a pony coming for me. What? Nicht nur ein Pony! Nice Flash. Alex, was ist eigentlich so? Lass das mal, hole ich mir nicht. Ich hole mir. Gibt's eigentlich so? Gibt's eine, wie heißt? Ja. Also einen weiblichen Star. Also. Was heißt, sagen wir, wenn du könntest mit ihr befreundet, zusammen wärst. Mit einem Promi. Ja, so Fernando Brandão oder so. Und was meinst du jetzt? Gibt's damit? Gibt's das? Also hättest du jetzt zum Beispiel die Gelegenheit? Ich glaube, ich würde mich nicht darauf einlassen, weil einfach die Paparazzis halt, kennst du? Es sind überall Kameras, du hast keine freie Sekunde, Mann. Du kannst sie nicht irgendwann schnell vögeln, ohne dass es am nächsten Tag in der Zeitung steht. Das ist einfach so. Hat man ja bei Mario Götze mal gesehen, da am Pool, dieses nette Bildchen, ne? Ach so. Ja, ich weiß, meinst, aber meine Frage war anders. Echt? Ja, dann formulieren wir nochmal. Interessierst du dich für ein Omi? Damals dachte ich so, oh, die ist so schön und bekannt. Ja, mit der würde ich gerne mal ein paar Stündchen verbringen. Aber mittlerweile nicht. Nee, warum? Ja gut. Weil es gibt ja auch diese Mädchen, die denken, ja, ich liebe Justin Bieber. Ich weiß, dass er mich auch liebt. Nein, aber. Oh. Die Sache ist halt, die wollen. Die tun alles, um es nicht zu realisieren, dass man diesen Star nie treffen wird. Oh, nice, Leona. Lol, ich sehe gerade ein Facebook-Bild. Es gibt Huren, die alles bekommen, was sie wollen, während Engeln kämpfen müssen. Ich bin ein Pelikan, also. Ich muss auch alles um alles kämpfen. Ich bekomme nichts geschenkt im Leben. Wir Pelikane müssen alles von alleine schaffen. Shoutout an die Pelican Gang an dieser Stelle. Ah, nein! 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 Diese Leona Ult! Es schmerzt! Nein! Alter. Kann aber sowas echt nicht sein. Warum skill ich eigentlich die Cure als zweites, oh mein Gott? Ich bin ein Engel, ich bekomme nicht alles, was ich will. Eine. Natürlich. Natürlich bekommst du nicht das, was du willst. Aber jetzt mal ehrlich, wer hat die denn betrogen? Bob Marley, die Liebe ihres Lebens, Ilka. Justin Bieber.
Oh nein, ein Pony! Das sind so. Oh no! Aber es gibt nicht mehr so Bilder im Leben. Nice. Bilder auf Facebook, die ich lustig finde. Weißt du, was ich meine? Das letzte Bild, was ich lustig fand, das ist von Dings. Hilf mir mal kurz. Julians Blog. Habt ihr schon meine Runde gehört? Ja. Ich schon. Weil das fand ich lustig, aber. Ah, es gibt so einige Facebook-Bilder, wo ich mal grinse. Aber es gab noch eins. Warte mal. Ich zitiere das mal. Ach, Frank Lampard, das wäre wirklich bei Dings. Egal, wo ist es? Wo ist es? Irgendwo? Ash? Warum sag ich dir das eigentlich? Da wird das gegnerische Team ja ziemlich auseinandergenommen, Kinners. Alter. Oh no, there is a tree coming. Also beim Bild musste ich schon richtig grinsen. Ja. Ich such das mal. Das war einfach nur so eine Suchanzeige, weißt du? Your team has destroyed the turret. Wann ist der Drake up? 10 seconds. Da, ich hab's. So, guck eine Anzeige. So, du weißt auch, wenn ein Fahrrad vermisst wird. Mhm. Mein Fahrrad ist vermisst. Kinderlohn und so ein Scheiß, ne? Ja. Guck, aber der Typ hat das so. An den Wichser, der mein Fahrrad ist. Ich werde dich finden. Ich werde den Rest meines Lebens damit zubringen, dich zu suchen, um dir deine gerechte Strafe zu geben. Wenn du Glück hast. Liegst du vorher mit meinem Rad auf die Fresse? Junge! So kann man natürlich auch eine Anzeige beginnen, ne? Grinsen, Digga, da rennt. Oh mein Gott, Alter. Oh. Why ADC is tanking? Not good. Oh, again. So, Alex, ich starte. Get wrecked, mate. Eine Karriere. This flash was pretty this good. So, Alex, welches Team stellst du dir denn vor? Das ist mir ziemlich egal, ne? Was? Das Einzige, was ich mir wünschen würde, ist... Ist mir eigentlich egal, aber spiel doch mal eine Karriere zu Ende, Mann. Ohne Witz, du wechselst so häufig die Teams, Alter. Ah, schon wieder! Nein! Was für eine Karriere hatte ich denn? Hm? Ah! Immer diese kleinen Spasten namens Alex, Mann. Die denken, sie werden immer was Besseres, aber in Wahrheit sind sie nur ein Stück Scheiße. Ah, diese Leona Owls. Nein. AT gepickt. Weißt du was? Ich geh jetzt. So, ich mach jetzt es per Zufall, okay, Alex? Du ja, ja, mach. Starte. Stopp. Hannover. Mal gucken, vielleicht gibt es noch was anderes. Get wrecked, Maida. Und? Gewinnt ihr?
Ja. Ja, das macht mich doch glücklich. Boah, wie der Ash einfach richtig viel HP zieht. Nur mit einem Hit. Das macht mich glücklich, weißt du? Mhm. Kaboom! Macht mich auch glücklich, Alex. Die Fistul macht mich auch glücklich. Die Ash-Ult auch. Na ja, gut, wir beenden das mal, ne? Random. Ah. Was? Mann, Leona. Nie wieder Leona spielen, bitte. RIP in Peace, Tristana. So, da holen wir uns noch einen Blutdurch da. Dein Ernst, Random. Und, oh. Hertha ist doch gar nicht schlecht, also ich mach gerne mit Hertha. Die sind nicht schlecht, aber ich habe. Ich weiß nicht. Hertha spricht mich nicht an, weißt du? Die sagen nicht so, ja komm, trainier uns jetzt. Ah, Fies! Aua! Oh Mann! Fightful Trickster, dachte er sich, aber dann so nope. Einfach mal gefailt, aber juckt ihn einfach nicht. Mhm. Und ich hab Bock, gerade eine Ash zu one-shotten. Mhm. Ich glaube, das mache ich jetzt. Rocket Girl Tristana, jetzt müsste ich eigentlich so Pokémon-Musik einfügen, Alter. Aber ich glaube, dann werden wir ein bisschen, naja, Problemchen bekommen mit der Gamer, weißt du? Mhm. Schau mal einen an. Easy. Microphone muted. An enemy has been slain. Komm, ich mach mit Gladbach eine Karriere. Microphone activated. Let's get in range. Nö, Leona, bekomm ich nichts. Wie viel gehört noch zu BT? Ja, eigentlich könnte ich den Drake machen und dann hätten wir ein bisschen Gold. Aber ich push einfach die Lane, weil das Game ist ja eigentlich eh schon gewonnen. Das ist jetzt nur ein bisschen Zeitvertreib, was wir hier machen, um noch Kills zu holen. Oh, nicer, nice Ash-Ulte. So, jetzt gebt euch gleich mal diese Sick Moves von hier. Nein! Oh mein Gott, der will mich haben, der will mich haben! Aber ich hab ihn. Gefällt mir, very good. Two stories? Mhm. So, let's get that BT. Holen wir uns mal die grüne Erweiterung. Weil Homeguards brauche ich ja eigentlich jetzt nicht. Also gar nicht. Wir haben alle Türme auch so auf der Top-Lane. Und damit ich auf dem Feld noch ein bisschen mehr Lauftempo habe. Ganz einfach. Oh mein Gott, meine Augen. Leon hat gerade eine Ult getroffen. Oh shit, Alter. Puh, sheesh. Brrr. So, ich glaube ja, dass der Hackerin mit den Drake machen will.
Ich versuche ihn da ganz schnell zu machen. Das. Ah, ne, der geht in die Mitte. Ich verstehe es nicht, Alex. Was denn? Am schlimmsten ist, wenn jemand etwas Verletzendes zu dir sagt und du dir vornimmst, es zu ignorieren, aber du spürst, wie dein Herz blutet. Oh, oh, let's get these, bitches, let's get these. Zum Glück hast du nicht zugehört. Dann Ash Sult. Ja, nice. Get this turret. Okay, Hacker. Oh, so lässt sich doch leben, ne? Mhm. Ja, dann ist es das GG jetzt, würde ich sagen. Ja, danke. Ja, noch einen Godlike-Status rausgeholt. Dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn es eine weitere Runde League of Legends gibt. Bis dann. Ja, danke.